Ein herzliches Willkommen zurück zu Creedfall. So, wir wollen die Aurelia hier verscheuchen, die fremde Wespe. Hoffen, dass Lady Mirage uns da hilft. Ja, und die ein bisschen ablenkt. So, Madame, kannst du uns By the helfen? look on your face, you've already experienced the Devesp's Ja, deceit haben wir. firsthand. Indeed. Aurelia tried to blackmail us. I had to recover evidence she gathered against my cousin and myself, and stop a riot in town she caused by sticking up posters which mocked us, and which depicted you as the heroine. And I can assure you I'm not responsible. I don't doubt it, madam. However, Sir de Cossillon told me that the seal used on the wedding contract was fake, but that we needed the fake seal itself to prove it and put an end to this sham. So you would like me to get Aurelia de Vesp away from her quarters so you can search them at your leisure? That's the general idea. She did ask us to organize her arrival. Your message shouldn't surprise her. Don't worry, I know exactly what I'm going to write. The young de Vesp may be talented, but I have years more experience. Oh, if I may offer some advice, you should question the Nauts who brought her here. They must have gleaned some information on our charming princess on such a long journey in close quarters. Admiral Cabal should know where they are. You should go and see her. Do you have any other questions? Nee, das ist Goodbye, alles Lady okay. Morange. Goodbye, Your Excellency. Be careful. Don't underestimate the trickery of the Devesps. Nein, nein. Keine Sorge. Also, wir suchen mal die Magalin auf. Die ist ja uns hoffentlich noch sehr wohlgesonnen. Das mit Hikmet ärgert mich immer noch, ne? Hab ich richtig? Naja. Das sah gerade so aus, als ob das eine Sackgasse wäre. So. Ihr könntet jetzt auch mal ein bisschen schneller bauen. Ja, jetzt sind auch einige Tage vergangen und hier ist immer noch nicht alles so sauber und fertig. Okay. Miralin? Desordre. What can I do for you? Greetings, Admiral. I came to see you as I seek information about Aurelia de Vesp and her entourage. Since they landed on this island, they haven't ceased their efforts to undermine our city and our diplomatic position. And since they traveled on your ships for several months, I thought you and your men would surely have things to say about them. We don't make a habit of revealing information about our passengers, but I'm willing to make an exception this time. Since we got here, part of our ship's crew, those who were in contact with the Devesps, haven't been heard Ah, from. ja. The rest of the crew, the ones who steered the ship, are here. They're worried and fear the worst for their comrades. I would be very grateful if you inquired of their whereabouts. Klar. If you find them alive, I will not object to them telling you everything they know. Quite the opposite. One thing is certain. The Devesps will never set another foot on one of our ships. Rest assured, I'll do my best to find them. Goodbye, Admiral. Goodbye, Desardé. And be careful. Okay, danke. I need to be going. Until we meet again, Admiral. Warte mal, ich will Jubeli. Ja, kann ich das nicht? Okay, das ist jetzt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ja, gut. Aber das ist geil, dass hier das Ding gleich in der Nähe ist. Jetzt warte mal. Plan. Plan. Gut. Weiß ich nicht, sollte ich direkt das Lager durchsuchen oder erst mit den Nauten suchen? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich weiß halt nicht, ob die Leute da sind. Warte mal, komm, hier nochmal eine kurze Geldspeicherung.
Okay, sie sehen mich. Also muss ich aufpassen. Will ich mal weg. Oh, das sieht doch ganz gut aus, was ich hier mache. Sieht sogar... Oh, da ist ja auch einer. Soll ich den killen? Hier ist schon mal niemand, das ist super. Was haben wir hier? Notiz bezüglich der Nauten. Haltet die Nauten, die uns während der Überfahrt gedient haben, in den Kellerräumen der Ruinen im Süden der Gegend gefangen. Sie dürfen niemanden preisgeben, was sie an Bord gehört haben. Außerdem können wir die Nautengeiseln bei Bedarf als Druckmittel gegen die Admiralin einsetzen. Okay, alles klar. Oh, jetzt muss ich da hinten hin. Und wir machen nochmal die Speicherung, weil hab ich keinen Bock, mich hier beschützen zu lassen. Kann ich hier so außen rum? Wird das gehen? Wird nicht gehen, okay, alles klar. Schauen wir mal, der ist sehr nah dran. Die links gefällt mir da nicht. Probieren es mal. Hänge. Oh shit! Willst du mich verarschen? Glaube ich, muss sonst dem Kumpel ein bisschen helfen. Das war ja mal richtig dumm. Warum konnte ich da nicht richtig ran? Vielleicht muss ich komplett außen rum. Also nochmal zurück. Wir probieren es nochmal. Nee, nicht so. So praktisch. Weißt du was? Wir können ja mal hier den einen oder anderen ausschalten. Okay, das ist jetzt nicht so, wie ich das überhaupt geplant habe. Komm, also die einzelnen, die machen wir jetzt alle. Ah, shit! Okay, so war das jetzt nicht gedacht. Ärgert mich, aber jetzt gucken wir mal, ob wir nicht hier irgendwie rechts vorbei können. Ah, der läuft jetzt hier so dumm los. Das ist kacke. Da. Ah, mein Plan könnte gelingen. Lauf! Sack! Hör auf! Oh Gott, ey! Einen haben wir ausgeschaltet. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Diese Situation könnte... Sieht er mich? Nee, er sieht mich nicht. Passt doch. Oh, da hätte ich auch lang können. Okay, alles klar.
Komm, lauf. So, jetzt aber. Schnell, schnell. So, da sind wir doch. Gehen erstmal vorsichtig hier hin, weil der jetzt gleich zurückkommt. Tagebuch von Aurelia de Vespe. Leider ist mein Plan, die Sade und ihre Gefährten loszuwerden, gescheitert. Eine Schande. Ohne ihre Unterstützung hätte Konstantin bereitwillig das Knie gebeugt. Wir haben dennoch genügend Beweise, um diese zwei Verschwörer in Schach zu halten. Trotzdem fürchte ich, es wird schwierig, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Selbst wenn es mir gelingen sollte, die beiden dazu zu bewegen, mir zu gehorchen, verfügen die frühere Gouverneurin und die anderen getreuen Anhänger der Familie von Orsay noch über ausreichend Macht in der Kolonie, um meine Pläne zu durchkreuzen. Also, die Gouverneurin ist also die ehemalige, ist doch dann eindeutig auf unserer Seite. Leider ist mir das Gift ausgegangen, doch ich habe einige Pflanzen in der Gegend ausfindig gemacht, die mir von Nutzen sein könnten. Ist Lady Borange erst von der Bildfläche verschwunden, werde ich mich auch der anderen entledigen. Danach müssen wir uns nur noch erheben und unseren Platz an der Spitze der Stadt einnehmen. Vater wird überrascht sein, aber sicher stolz. Ja, okay. Machen wir auch noch. Fälschtes von Orsay-Siegel. So. Jetzt weiß ich nicht. Erst die Nauten oder... Nee, ich glaube... Ich weiß es auch nicht. This seal we found was very well made. I must say that the Vesps excel in the art of deception. In any case, thanks to this seal, we can prove that the contract was forged. And we can send Mr. Vesp back to the continent. That may be so, but after seeing what was written in that journal, I'm worried about Lady Morange. We should try to find an antidote. The Donegada in this region should be able to help us. They must know about all the plants. Okay, kommt. Sieht doch gut aus. Ah, es sieht sogar sehr gut aus. Oh, ich Trottel. Einen habe ich gekillt, das war gut. Jetzt gucken wir mal. Gibt es da eine Abkürzung schnell? Kurz schauen. Ja, ja, also dann Lager an der Klippe. Was gibt mir das? Geht so. Jetzt muss ich nur überlegen. Hier lang? Wo ist Norden? Hier. BMBS. Hier lang, ja. Sind wir auf dem richtigen? Ja, wir sind schon richtig. Genau, und dann geht's da über diesen komischen Fluss. Ich erinnere mich, ich weiß. Perfekt, würde ich sagen. Naja, weil diese Gifte... Ich möchte nicht, dass die vergiftet wird. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, ach, wieder die Stinker. Würdet ihr euch ein bisschen mehr anstrengen? Ah, nervig. Hör auf damit. So, jetzt ist auf jeden Fall meine Anzeige wieder oben. Das ist gut. Oh, der wurde einfach umgeschubst. Das war geil. So. Habe ich hier irgendwas übersehen? Was ist das?
Was ist das hier? Wo bin ich hier? Okay, das wollte ich nicht. Ich raff's nicht. Da ist niemand. Bei dem örtlichen Tunnel, ja. Ich bin ja diesen Typen begegnet, diesen anderen. Das könnte sein. Ja, weil. Da darf nicht wieder. Das ist doch komisch. Also mach mal so, ich gehe jetzt hier zu diesem Lager zurück. Geh dann nochmal hier hin, weil wir haben ja hier irgendwo diese Eingeborenen getroffen. Vielleicht können die mir tatsächlich irgendwie helfen. Aber hier ist halt niemand. Das ist die. So, sehe ich hier schon irgendwo das Feuerchen? Ne, Orientierung ist echt 5. Komme ich jetzt da hoch? Wie bin ich runtergesprungen? Muss ich hier so außen rum? Oh, ich habe echt keinen Bock jetzt auch gegen euch zu kämpfen. Zumal ich ja eh falsch bin. Ja, ja, ist gut. So, ja, ist gut. Ja, ich bin natürlich falsch gelaufen. Ach, ist doch prima. Aber wir haben dadurch wieder ein paar Erfahrungspunkte, was ja auch nicht schlecht ist. Ich muss hier hoch. Das Höhlensystem sieht ja auch geil aus hier. Höhlen. Ah, wie komme ich denn jetzt hier nach oben? Oder warte mal, komme ich hier runter? Oh. Ich komme hier runter. Oh. Oh, was ist das? Halt, stopp. Was ist denn das? Stein. Okay, ja, jetzt bin ich doch richtig. Das ist halt hier komischerweise immer wieder Blut. Und hier hinten auch. Deswegen wollen wir mal gucken, was das ist. Was? Wo? Wer? Ach, hier. Naja, vergifte mich, das ist mir egal. Was ist das hier? Was ist das für ein komisches Zeug? Ist auf jeden Fall nochmal Blut. Ich guck mir das hier mal an. Warum ist hier Blut? Warum ist hier Blut? Ist nochmal richtig, ja. Guck mal, wen haben wir da? Das sieht doch. Ah ja, gut. Oh. Sind die ein bisschen zu viele, deswegen immer. Oh, scheiße, wieso machen die gerade immer so viel Schaden? Ach, da ist noch einer. Komm her, du. Lump.
Tagebuch des Diebs. Ich habe Justin ein Präsent geschickt. Ich hoffe, mit dem Geld aus dem Verkauf des Geschenks wird er seine Lehre fortführen können. Er wünscht sich so sehr, einen ehrlichen Beruf zu erlernen, um mein Leben als Dieb zu entgehen. Und ich hoffe, der Kerl, dem ich die Truhe gab, verirrt sich nicht. Es ist unmöglich, in diesem Loch einen Boten zu finden. Wäre einer der Kerle dicht auf dem Weg in die Stadt gewesen, hätte ich sie niemals losschicken können. Es scheint, als hätten die Wachen uns diesmal erwartet. Sie schossen auf uns, haben mich erwischt. Wenigstens war die Ausbeute ordentlich. Mit meinem Anteil kann Justin der Handwerker werden, der er immer sein wollte. Vielleicht reicht es sogar, um einen Stand zu kaufen. Aber erst einmal muss ich meine Wunde überleben. Was? Ich kapier's nicht. Aber nicht schlimm. Guck mal. Könnte das was für dich sein? Ajo. Magische Explosionsschaden. Unbedingt. Halt, nein. Oder doch? Nein, nein. Warte mal, wir gucken noch mal schnell unseren Petrus an. Nee, der hat die schon. Also, komm. Nimm das, du brauchst keine Resistenz. Du musst Schaden machen. Okay. Was ich da gefunden habe, keine Ahnung. Aber es ist nicht schlimm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier runter kann, ne? So, da haben wir doch was. Hallo, ihr Lieben. Das ist cool. Have you managed to convince the Renaixe to leave on Ormenaui? Noch nicht. Nach den giftigen Pflanzen fragen. I actually need your help. I'm sure you know all about the plants in the region. Do you know of any that are poisonous? The leader of those who came here plans to poison one of my friends. It's true that the leader left the camp at one point. She stayed in the woods for a while. If it was poisonous plants she was after, I'm sure she would have collected sedic leaves at this time of year. It's a slow but horrible poison, which causes a great deal of suffering. Ah, perfect. But the antidote can be found in some roots that we know well. You're in luck. We have a small bottle. Anyone who drinks it quickly after being poisoned will survive. Thank you. I'm infinitely grateful. Do you have anything else to ask us? Nee, thanks, das war's. Goodbye. Qua awalem seg on Ormenaui. Ja. And don't forget, those Renaixe need to leave. Ich will doch, dass die verschwindet, wirklich. Vertraut mir. Aber ich muss sagen, ich will die Nauten vorher befreien, ehrlich gesagt. Ja, dann ist es schon besser, wenn ich hier und so... Aber jetzt muss ich erstmal irgendwie hochkommen wieder. Wie komme ich hier jetzt wieder hoch? Das ist eine gute Frage. Muss ich den ganzen Weg zurücklaufen oder könnte das... Kann ich hier drauf? Okay. Ich muss den ganzen Weg irgendwie zurücklaufen, um... Hier hochzukommen. Hier. Ja. Oder? Nee. Prima. Okay, ja, so, ich könnte eigentlich einfach dem Blut folgen. Vielleicht entdecke ich ja hier. Ah, das ist, hier ist der Weg, ne? Jetzt glaube ich direkt einmal umsonst gelaufen, aber. Was soll der Geiz? Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Sag mal, die Wespe sind echt übel. Ich muss noch mal gucken. Finde in Rette Lady Morash. Ich schnapp mir schon die Nauten vorher. Das liegt ja auf dem Weg. Kann ja eigentlich nichts passieren. So. Oh, ich bin so froh, dass ich hier
den Weg nochmal durch Zufall gefunden habe. Wusste echt nicht, dass es hier... Halt! Doch! Dass es da runter ging. So, also jetzt müssen wir nach Westen. Und hier komme ich nicht runter, ne? Ja, das dachte ich mir. Aber hier. Okay, perfekt. Ist das auch wirklich so? Glaub schon. Wir gucken. War da ein Weg? Ja, da ging es runter. Genau, und da waren wir nämlich noch nicht. Mal schauen, ob es da wirklich runter geht. Warte mal, warte mal. Komm ich denn da hin? Ja, ich bin schon richtig. Da habe ich, glaube ich, auch gerade ein Lagerfeuer gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Ah ja, okay, letztes Mal bin ich da nicht lang. Gut. Och, ihr kleinen Stinker, ist da oben wieder irgendeiner? Wir haben viel Leben, muss ich sagen. Und los, gib ihm. Kein Thema, das war überhaupt kein Problem. So. Sind jetzt Ruinen. Okay, kein Problem. Ich glaube, wir hacken uns da auch durch, weil ich will von diesen Wespe-Leute eigentlich nichts mehr hören oder sehen. Also wir killen die alle. Ach komm! Nee, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Das war sogar richtig dumm. Nimm das. Wow, vorsichtig. Ach komm, gehen auf Nummer sicher. Waren mir jetzt echt ein bisschen zu arg hier. So, Schlüssel für die Gefängniszelle, das ist super. Da haben wir auch noch irgendwelches Zeug. Nehmen wir alles mal mit. Können wir mal wieder was verkaufen. So, was ist das? Notizen über Gouverneurin Cornelia. Mutter Kardinalin Cornelia. Laut den Aufzeichnungen für Lebens wurde Cornelia im Jahr 768 nach dem heiligen Matthäus geboren. Die Mutter Cornelia kommt aus einer hochrangigen, strenggläubigen Familie. Dementsprechend war ihr eine Karriere in der Hierarchie für Lebens vorbestimmt, auch weil es in ihrer Jugend einige Rückschläge gab. Unsere Informationen berichten uns, sie war regelmäßig an Orten der Sünde anzutreffen. Anscheinend ließ sie ihre alten Dämonen jedoch hinter sich, als sie dem Orden beitrat. Die Betonung liegt auf anscheinend. Von Dienern erfuhren wir, dass sie in San Matthäus Orgien veranstaltet werden, an denen die Mutterkardinalen in irgendeiner Weise beteiligt sind. Es sollte nicht sonderlich schwierig sein, peinliche Beweise zu ihrer Verstrickung darin zu finden, und dann wird sie sich fügen. Alter, was ist das hier für eine Schlange? So, Schlüssel für die... Ja, was ist das? Notizen über Gouverneur Boran. Ah, Gouverneur Boran wurde im Jahr 164 nach Gründung der Allianz in Al-Sad geboren. Boran, der einer einflussreichen Familie entstammt, fand zunächst als großer Mathematiker und Philosoph Beachtung. Er verfasste mehrere Bücher, ehe er sich der Diplomatie zuwandte und zum Gouverneur der noch jungen Allianzkolonie auf der Fade ernannt wurde. Wir konnten keine interessanten Details über den Gouverneur selbst zutage fördern. Er scheint ein friedvoller Mann zu sein, jedoch können wir ihn in die Bredouille bringen, indem wir seinen Rivalen Kurnaz unterstützen. Dessen Fraktion erlangt immer mehr Macht auf dem Kontinent und Kurnaz verfolgt schon seit langem das Ziel, Boran abzulösen. Bis Boran nach Al-Sad zurückgeschickt wird, sollten wir ihn vor ausreichend Problemen stellen können, indem wir die rebellischen Eingeborenen unterstützen, die
er bekriegt. These documents are both precious and terrifying, my child. Can you imagine the kind of harm that the Vesps could do with this information? It's not all true, of course, but it's quite enough to spread doubt and create tension, just as they did in New Serene. These people are worse than the Malachor. We must stop them at all costs. Ja, wir werden sie aufhalten. Ist klar gepreist. So, wie komme ich denn da hin? Ah! Das sieht doch gut aus. Hey, is someone here? Ja, ja, ich bin da. Bin doch da. Thank you. Thank you immensely for having freed us. Had we stayed here, those lunatics would have killed us. They already killed one of the men by giving him some kind of potion. Yes. Aurelia de Vesp came with a smile on her face and poisoned one of our men to test the effects of a plan. That's what she said. Sadly, that's not surprising. She plans to use it on Lady Morange, the former governor of New Serene. Thankfully, the Donegarda living in the region already gave me an antidote. But you should still hurry up. If she wants that woman dead, she will use all means to see the deed through. Did you see or hear anything which could help me while you traveled here with Aurelia de Vesp? That woman is very secretive. She isn't the kind of person who speaks of her plans in front of those she treats as servants. I served her in her cabin. Every time I came in, she slipped the documents she was reading or writing in special chests. However, one day I heard her talking to one of her followers. She told him that with all the information they had gathered, they would easily take over the island. She clearly spoke of bringing the other governors to their knees with the information she had against them. She wants to blackmail them. She probably kept us locked up here because she knew that we had heard her plans. That's undoubtedly true. Thank you for this information. Do you know how to get back to the Admiral now that you're free? Yes. Don't worry. We'll soon be back on our ship. Thanks to you. Goodbye, Your Excellency. Gern geschehen. So, jetzt gehen wir noch diesen Lagerbereich schnell aufsuchen. Wo ist der denn? Hier unten. Das Eck, ne? Oh, ich habe jetzt echt keinen Bock da, gegen euch wieder zu kämpfen. Okay, und jetzt können wir schnell sie retten, hoffentlich. Können wir die Schlange bald festnageln, ne? Jetzt Beweise wegen den Gouverneuren, die werden nämlich nicht begeistert sein, dass man sie erpressen wollte. Könnte es gut sein, dass die sehr schnell die Insel wieder verlässt. Wir gucken nur, ist das auch... Ja, ist das ihre Wohnung? Bin ich echt gespannt, ob wir sie retten können oder ob die schon Gift geschluckt hat. Oder sie ist so schlau. Scheiße. Oder doch? Oh, thank you. Thank you for saving me. I never imagined that the Vesps would go so far. Tried to poison me. Don't mention it. The Donegarda of the Duncas clan should also be thanked, my lady. They gave us the antidote. May they be blessed. I'll send them a present to thank them. But you should go straight to the palace. Aurelia de Vesp was headed there. I'm afraid she may try to take over by force. I'll go there right away. Get well soon, my lady. Is this Luda? Also, los geht's. Sie wird doch nicht schon in den Palast eingedrungen sein. Doch, das ist sie. Nicht schlecht. Aurelia de Vesp.
On behalf of Governor Constantine Dorsay, you are under arrest. Oh, really? Hardly surprising. Typical of the Dorsay family's underhanded methods. On what grounds, might I ask? Firstly, for fraud and forgery. The wedding contract you gave us is a fake. Your lies are as dismal as they are desperate. The contract bears the seals of both my father and your prince. Is he trying to back out? Or has his idiot son simply decided to disobey him? Neither. The Dorsay seal upon this contract is forged. And I can prove it. Here. This is what was used to seal the contract. A cleverly made counterfeit we found in your camp. That seal proves nothing. You probably made it yourself to undermine me. That contract could not be more authentic. The same, however, cannot be said of your noble lineage. The second charge made against you is the attempted murder of Lady Morange. Are you also going to deny that your men attacked her? This is a very serious accusation. I assure you that I had no knowledge of any attack on the former governor. And if an attack did indeed take place, I am certainly not the one responsible. Is that so? Then why does this journal, written in your handwriting, say that you wish to rid your city of all Dorsay sympathizers? Yeah. And that you'd found the perfect poison to do the deed in the forests surrounding your camp? Thankfully for Lady Morange, the Donegarda living in the region gave us an antidote. A journal only conveys thoughts, not facts. Don't tell me you've never wished for someone's death without actually acting on those thoughts. And more to the point, who's to say that journal's genuine in the first place? Your so-called evidence, Mr. Sade, is but a pack of lies. Lastly, you are accused of having sequestered and murdered the Nauts who brought you to this island. Another baseless accusation. I don't know how you could possibly prove my involvement. As it happens, we freed the survivors, and they are very willing to testify against you. For all the charges set against you, you are under arrest. The Malachor upon you, Desarde. I greatly underestimated you. How wrong I was. I should have courted you and made you my ally. Together, we would have been unstoppable. Very well. What are you going to do with me? You'll be imprisoned here while we wait for the Congregation Council's ruling. Oh, ich hätte gedacht, jetzt kommt ein Kampf. Go on. Lock her up. Was mit den anderen zwei, die auch wegsperren? The Devesps would have tried to impose themselves to the bitter end. It's fantastic that you gathered all this evidence. We won't have a ruling from the Council for months. Years, even. But I'm sure the Devesps will pay a heavy price for Aurelia's folly, and the Dorsay family will emerge greater than ever. Anyway, you should destroy the documents you found. Nobody else should ever get hold of them. You're right. I'm going to burn them all right now, just to be on the safe side. Goodbye, sir. Thank you for your help. I merely gave you guidance. That is my role. See you later. Ja, prima. Oh, und ich habe hier irgendwelche coolen Sachen gefunden. Jetzt gucken wir mal, eleganter Hut. Der sieht cooler aus. Den nehmen wir. Danke. Bin ich in Ordnung. So, Opferungsschwert. Nee, hier. Nee, nicht wirklich, okay. Was haben wir noch Schönes? Das wird... Auch mal Ausdauer dazu, okay. Dann gucken wir mal, wie sieht's mit Siora aus. Kannst du damit was anfangen? Nee, no, nee, nee. Damit. Gut. Gucken wir mal, wie sieht's... Ah, halt, warte. 16 weniger Schaden. Oh, warte doch, noch mal kurz was gucken. Nee, okay. Dann noch schnell der Petrus. Nee, auf keinen Fall. Ja, das war ja nicht so der Hit, muss ich sagen. Gut.
Dann lassen wir das, dann gehen wir hier noch raus und dann würde ich sagen, sind wir hier auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön und bis bald. Tschüss.